Moinsen Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Deponia 3, Goodbye Deponia. Mal gucken, ob wir es jetzt hier getriggert haben, sonst müssen wir noch ein bisschen was anderes machen. Damit wir hier schon mal einfach ein Dialog freischalten. Hallo ihr zwei Grazien. Grazie! Schon wieder? Ja. Was willst du? Penis. Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Du nicht infizieren. Opus. Das weiß ich. Aber Liebold hat es offenbar vergessen. Also, kommt ihr mit zum Tor, damit er mich endlich ins Lager lässt? Später vielleicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr lackiert euch gegenseitig die Fingernägel. Was? Wir tätowieren uns das Squad-Emblem. Leider Geil. Fehlt uns noch das passende Motiv. Wie wär's mit einem kleinen Pony? Oder niedliche, weiche Katzentaps? Nope. Willst du damit sagen, dass wir nicht hart genug sind? Erstmal. Genau. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich ein männlicher Macho bin. Und nicht, weil ich weiche Katzentapsen mögen würde. Wenn du die Härte meiner Faust testen willst, sag einfach Bescheid. Bescheid. Den Rest lassen wir jetzt hier. Dann will ich mal. Weil das brauchen wir. Ja, danke. Für später. Wir brauchen nämlich ein paar Sachen, die ich hier schon mal zeigen kann, aber nicht besorgen kann. So, wir sind ich sage ja nur, dass ich es unpassend finde, dass sie ihre Stricke direkt neben meiner Praxis verkaufen. Ja, schon's gut. Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Mein Sortiment besteht aus hochkarätigen Produkten. Ich und mach. Mit Verlaub, ihre Kundschaft scheint derselben Ansicht zu sein. Seit der Organon die Fassade das zwischen Schild, unseren Geschäften süß. Zerstört hat, hat sich mein Umsatz verdreifacht. Und im Gegensatz zu Ihnen ist bei mir noch nie ein Kunde zurückgekommen, um sich zu beschweren. Das... Haben wir mein Glück. Ach, vergessen Sie es. Die haben noch keine Bekanntschaft mit Hermes gemacht. So, wir gehen hin. Wir haben eine Überweisung. Ne? Wir brauchen einen Therapeuten. Ich habe eine ärztliche Überweisung. Darf ich mal sehen? Natürlich. Tja, das scheint alles seine Ordnung zu haben. Ja, soll's wohl. Sie sich doch bitte auf die Couch. Ja, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik anmachen. Einfach nur hinlegen, okay? Schon gut. Also es ist kein Scherzkeks. Also gut, beginnen wir damit, dass Sie mir erzählen, warum Sie hier sind. Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Wir brauchen nämlich Medikamente. Wo so? Das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein... Nee, das ist aber jetzt nicht so wichtig. Blöder Mist. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Sie erwarten Resultate. Ja. Das ist ganz normal. Natürlich. Wenn es Ihnen schwerfällt, über Ihre Probleme zu reden, können wir auch mit... Das fände ich sehr gut. Rorschach-Test. Zum Beispiel mit einem Rorschach-Test. Ja. Rorschach? Ist das so ähnlich wie Hülsenheimer? Es ist ein Assoziationsspiel. Mit Karten. Kartenspiel. Sauber. Sauber. Aber geben Sie sich keine Mühe. Bei Kartenspielen gewinne ich immer, weil ich bin der lässigste Typ überhaupt. Viel besser als beispielsweise mein Vater. Okay, dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Sehr Penis. Gerne. Ich meine, los geht's. Penis war sehr gut. Also, was erkennen Sie die auf Gebärmutter als Krebs. Elysium, wie es majestätisch bei Deponia thront. Elysium startet in Richtung Utopia. Das bin ich zusammen mit Kohl auf Elysium. Ist eigentlich scheißegal, was wir nehmen. Elysium startet in Richtung Utopia. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen. Sie kennen doch die Gerüchte, ja. Dass die Elysium... Ob ich die kenne? Ja, die haben wir in die Welt gesetzt. So. Vielleicht sollten wir... Ja, mit dem weiter. Mit dem nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Penis. Naja, ein niedliches Vögelein, eine bezaubernde Funkelelfe. Ich bin für einen wunderhübschen Schmetterling. Ein wunderhübscher Schmetterling. Bitte was? Na, ein Schmetterling. Echt mal. Hier unbekümmert durch unschwer die zu erkennen. Aha. War das falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur, die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Die würden einen Schmetterling nicht mal erkennen, wenn er ihnen in den Hintern flattern würde. Okay. Ja. Interessant. Ja, der Typ, der macht hier seinen Beruf echt aus Leidenschaft, ne? Der Teufel. Was erkennen Sie hier? Das bin ich schon Selbstporträt. Das bin ich, wie ich die Welt rette. Das bin ich, wie ich die Welt rette. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Bin ich doch. Wieso? Sie sind doch der mit der Juxbrille. So. Das war's. Wenn Sie lieber herumeilen. Ja, aber ich hab. Und wir brauchen genau diese drei Bildchen. Und bitte halten Sie sich so. Die kriegen wir aber jetzt nicht.
Leider. Das dauert ein bisschen. Und da brauchen wir auch die Hilfe von unseren, ja, ich hätte schon fast Zombies gesagt. Ah, und wie? Ja. Sie finden auf der die Produkte interessieren mich nicht, daraus mache ich Papierflieger. Was tun Sie denn da? Ich baue mir einen Papierflieger. Was denn sonst? Aber echt mal. Der gute Flyer. Ob er ein guter Flyer ist, wird sich im Testflug zeigen. Ja, echt mal. So, wir müssten jetzt einmal da rein. Barry, da ist jemand an der Tür. Ja, natürlich. Scheuch ihn weg. Ich brauche Ruhe für die Cover-Story. Du weißt schon, über den Idioten, der uns alle beinahe getötet hätte. Das wäre nicht. Ja, ich also, weiß. Rufus. Rufus, komm rein. Aber ja. Bitte ganz leise, ja? Samtpfötchen komme ich geflogen. Ich nehme jetzt mal den ganzen Scheiß hier, ne? Ja, gib mir das. Das Große. Wird es denn gar nicht gebraucht? Nö. Nein, es geht kaum und über. Ich glaube, ja, das ist wurscht. Dann hätte ich gerne das hier. Geil. Jetzt reden wir ein bisschen mit Barry, der ein bisschen deprimiert ist. Warum so traurig? Ach, Rufus, das ist furchtbar. Warum alle sagen, dass du kein Held, sondern ein Idiot bist. Sie haben recht. Dass du uns den Weltuntergang eingebrockt hast. Das stimmt auch. Ach, obwohl, das stimmt nicht ganz. Ich bin total dufte. Und das mega. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich habe kein einziges Foto deiner Heldentaten schießen können. Du bist halt kein so guter Fotograf wie ich. Wenn ich doch nur ein Foto als Beweis für deine Selbstlosigkeit hätte. Ja, das wäre super für mich. Weißt du was? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat und du bekommst dein Foto. Einverstanden? Das wäre zu schön. Bin sofort wieder da. So, mit diesem Gedöns gehen wir wieder zurück. Machen hier den Fingerfokus. Hey, da bewegt sich doch was. Ist das Babybose? Das ist doch Babybose. In höchster Gefahr. Ja. Ich muss Barry davon erzählen. Ja. Das machen wir nicht sofort, weil wir brauchen erstmal wieder Stuff. Ganz viel Stuff. Gehen wir erstmal wieder hier hin. Ach, das ist noch gar nicht so weit. Okay, gut. Aber ich kann ja schon mal den hier deponieren, unseren Deponianer. Und wir gehen einfach mal in die Finsternis hin. Spalte haben wir hier. Die Spalte von Metzgers Alde. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tung oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Schauen wir mal. So, wo haben wir denn jetzt das Schnullerkinn? Wir haben hier irgendwo. Oh, nein, das ist die Spalte. Oh, oh, oh. Das ist ein Schnuller. Perfekt. So. Dann nehmen wir es. Ja, willst du nicht nehmen? Schnuller? Na dann. Schnüllerchen, den stecken wir mal Goal ins Maul. Das sollte sie vorerst zum Schweigen bringen. Und dann können wir nämlich jetzt erstmal. Hier war nämlich noch irgendwo ein Ast. Da war der Ast. Na dann. Ab damit. Dann haben wir hier noch irgendwo Gestrüpp da. Hier wächst eine Art Moos oder Gestrüpp. Das nehmen wir auch. Dann packen wir den Ast in die Schabalte. Wenn ich den Stock dieser Spalte und alles, was man... Achso, ich brauche noch erst das Gestrüpp. Entschuldigung. So. In diese Spalte schieben wir jetzt den Ast rein. Hey, na klar. Zunder, Wunder, so Funkenzauber. Ja. Jubilate! Gibt es überhaupt etwas, das ich nicht in Brand gesteckt bekomme? Sag doch mal selbst, Goal. Ist es nicht Goal? Goal? Oh. Da hat jemand scheiß lauter. Wir haben nämlich in seine Spalte einfach mal geflissen, Stücke von ihm reingeschoben. Ein Teil von seiner Antenne und irgendwie von seiner Abracht oder Augenbraue. Und das Goalie Goal. Nö, die kleine Süße. Zum Totlachen. Nur damit du im Bilde bist. Das war alles geplant. Und überhaupt. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen diese Dingensäure finden, um dich wieder zu einem echten Menschen zu machen. Jo. Deswegen drehen wir erstmal das Drehkreuz, weil wir es drehen können. Ja, eine Sache noch. Bevor ich dort in der Finsternis für etwas Erleuchtung sorge, stell dich immer zwischen mich und die menschenfressenden Monster. Ja, wir haben nämlich auch Augen im Dunkeln. Das ist gefährlich. Ich staune immer wieder, wie dämlich diese Organons sind. Ja, das Problem ist nur... Wir haben jetzt diese Richtung geswitcht. Und jetzt
Nach dem einmaligen Erfolg von Schau mich an, ist es uns eine Freude, die erste exklusive Hörprobe seiner neuen Single präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich mit uns auf Cowboy Dodo mit Schau dich um. Super. Jetzt auch noch die B-Seite. Dann schauen sich natürlich die scheiß Spasten mal hier richtig um. Boah, ey, du glotzt ja immer noch, schlimmer noch. Du kommst ja nicht mehr runter, wie eine Zeitung aus dem Sommerloch. Leg dich ab, schnapp nicht über. Du weißt doch selber, wer nicht nachgeht, wird nicht klüger. Also guck mal doch, reicht schon, das ist hier eine Live-Show. Sei es drum, du weißt schon, ich bin hier der Maestro. Hab ich Soße an der Fratze, krieg ich da eine Glatze. Läuft nicht was auf YouTube, irgendwas mit Katze? Du schaust mich an, als gäb's grad nichts anderes in der Glotze. Ich kann's nicht einmal übel nehmen, weil ich genauso kotze, wenn ich überall nur Schrott seh. Glaube mir, das tue ich, denn wir wohnen ja auf Deponia. Da ist halt nicht so blumig. Überall im Übel ist auch irgendwo Elysium. Da stehst du falsch rum und schau dich um. Was ist dein Problem? Gibt's hier irgendwas zu sehen? Ey, was glotzt du denn so dumm? Schau dich um. Hast du Scheuklappen, Schleudertrauma, Schiss oder Rheuma? Bist du taub? Bist du stumm? Mann, schau dich um. Hör auf Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, schau dich um. Ey, Cowboy Dodo, dip, dap, dubub, dubib, bibib, schau dich um. Krasse Rhymes, Alter. Da hat er gar nicht so unrecht. Man sollte sich wirklich viel mehr umschauen im Leben. Das stimmt. Sonst verpasst man doch die ganzen Eindringlinge. Alarm! Alarm! Kacke, Mann. Ja, richtig kacke. Oh. Und da haben wir neue Kinder. Das ist ja entsetzlicher als befürchtet. Bist du mein Papa? Nein. Oh Gott, das will ich nicht hoffen. Und wenn doch, dann schlägst du eher nach deiner Mutter. Ich bin Rufus. Entschuldigen Sie bitte die mangelnde Zurückhaltung meiner Schwester. Sie freut sich nur, dass wir endlich einen Erwachsenen gefunden haben. Ich bin Rusty. Das Gretchen. Und unser kleiner Bruder heißt Hansel. Ein Strohhalm namens Hansel? Eure Eltern waren echte Sadisten, hä? Zumindest haben sie uns hier in der Kanalisation ausgesetzt. Kennst du Wir sind schon eine ganze Weile alleine durch die Dunkelheit. Können Sie uns vielleicht helfen? Nein. Kann ich schon. Aber wollen tue ich nicht. Verzieht euch! Aber das ist nicht die angemessene Reaktion. Als Erwachsener haben Sie die Verantwortung, armen Kindern in Not zu helfen. Mag sein, aber ich hab ja schon einen Rotzbalg an der Hacke. Ich kann mich doch nicht zerreißen. Ihr helft euch mal schön selbst. Husch! Doch. Und wir haben jetzt mehrere Kinder in Hacken. Hey, wenn ich euch nicht helfe, müsst ihr mir auch nicht hinterher dackeln. Ich befinde mich auf einem gefährlichen Abenteuer. Aber wir brauchen doch ihre Hilfe. Und ich sage euch, das ist nichts für Kinder. Ihr könntet in ein Plasmagefecht geraten. Oder gleich von dieser Hexe da drüben aufgefressen werden. Also wenn ihr mich fragt, sieht die ganz schön hungrig aus. Na also... Ich verbitte mir solche Unterstellungen. Ich esse doch keine Kinder. Natürlich, du sie das. Nicht? Ja, was treiben Sie denn dann hier? Ich sammle alte Flaschen. Pfandflaschen. Und verkaufe sie dem Soas in. Hier unten gibt es einen Pub. Na wunderbar. Ich könnte durchaus... Augenblick mal. Ihnen ist nicht zufällig ein Behälter mit einer grünen Flüssigkeit unterbekommen. Doch. Und ich habe die 5 Slotty dafür bekommen. Großartig. Siehst du, Goal? Ich hab doch gesagt, ich rette dich. Süß. Funtexe. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Das sind nicht meine. Sie scheinen das anders zu sehen. Ja, aber ich hab's mir nicht ausgesucht. Glaub ich dir gerne. Falls du einen Tipp willst. Mama Cosimas selbst gehäkelte Schlupftüten Nein, sind danke. Extrem reißfest. Vielen Dank für... Nein. Sie haben also 5 Slotty. Wir haben also... Ja, alle 5. Hä? Hier in der Kanalisation gibt es nicht viel Geld. Genauer gesagt, es gibt exakt 5 Slotty. Und im Augenblick gehören sie mir. Moi? Klingt nach einem sehr überschaubaren, stabilen Währungssystem. Das war es. Bis Hedgefonds und Spekulationen am Finanzmarkt zu massiven Leistungsbilanzdefiziten führen. Oh, das ist ja, verstehe. Leihen Sie mir die 5 Slotty? Sehr wahrscheinlich nicht. Leihen Sie mir Ihre 5 Slotty? Nein, ich will sie behalten. Ach, nun seien Sie doch nicht so. Was bringt denn aller Reichtum der Welt, wenn man ihn nicht mit seinen Freunden teilt? Ganz einfach. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Das ist nämlich ganz wichtig. Den Rest lassen wir erstmal. Ich muss gehen. Aber es war doch gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer? Ja, ich kann auch dafür sorgen, dass die Luft stinkt. Ich muss los. Gott zum Gruße. Gut zum Gruße. Wir gehen erstmal hier hin. Und...
Den würde ich sagen, beenden wir auch den Part an dieser Stelle. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch Spaß und Wayne.